Hallo Welt. Da sind wir wieder und hier fehlt eine Treppe. Ja, wir bauen weiter. Wir brauchen noch ein Energiehäuschen. Und ich glaube, dann können wir auch so langsam zum Ende kommen, oder? Für die Siedlung. Naja, ein paar Sachen werden wir noch zu machen haben. Vor allem müssen wir hier unten die Verkaufsstände vielleicht noch nach innen verlegen. Aber erstmal das Erste, hier fehlt eine Treppe. Haben wir das nicht mehr gemacht in der letzten Folge? Nein, haben wir nicht, sonst wäre da ja eine Treppe. Ach so, ja doch, haben wir gemacht, aber dann haben wir festgestellt, dass die Treppe unten rausguckt und das hat uns nicht so ganz gut gefallen. Also machen wir das so. Ja, die Treppen, denke ich, die stützen das Stück Holz schon ab und oben ist die Treppe wahrscheinlich oben befestigt. Also hält das Ganze. Ich denke schon. Das Bettenhaus ist fertig und so viele Betten passen hier gar nicht rein, oder? Naja, wir haben oben noch welche stehen. Hier. Hier könnten noch welche stehen. Aber ich glaube, das reicht jetzt wirklich mit Betten. Es ist so still hier, so verdächtig ruhig. Ah ja. Ja, dann kümmern wir uns mal hier rum. Man könnte sogar noch etwas weiter rausbauen und das hier überstehen lassen, ein wenig. Aber ich finde, nein. Genug ist genug. So soll das reichen. Und wir nehmen wieder die günstigen. Auch wenn die farblich jetzt vielleicht nicht ganz so gut passen. Oh. Lassen Sie sich gar nicht andocken da oben. Braucht man so etwas hier? Ja, das ginge. Dann müsste das hier doch eigentlich auch gehen. Oh nein, das will nicht ganz. Aber vielleicht können wir es dazu bringen, dass es will. Wenn wir das so hier machen. Nein. Ja, haben wir denn hier Murks gemacht? Was ist denn hier unten drin? Oh, Betonklötze so große. Aber das sieht doch ganz gut aus da unten. Wie machen wir das denn hier jetzt, damit das stabil aussieht? Aha. Haha. Ganz genau so hätte ich das gerne. Ja, das ginge ja auch so. Wobei, dann steht das hier so in der Ecke. Das geht, das stört nicht. Am Eingang sieht ein bisschen klobig aus, das Ganze. Es ist schon ziemlich wuchtig. Aber natürlich, hatte ich ja schon mal gesagt, dass wir das irgendwie zusammenpuzzeln uns. Und ich glaube, das machen wir jetzt mal. So ich mich erinnere, war doch da was mit der Höhe. Diese Höhe ist, glaube ich, anders als die von den Vanilla-Teilen. Wir haben das rechts oben dran. Links. Ja, kommt drauf an, von welcher Seite man es sieht. Ach, das geht mit diesen Teilen gar nicht. Warum? Aber warum geht das nicht? Mit diesen Teilen. Das, was wir sonst immer gemacht haben hier mit den Treppen, damit man die Entfernung hat, damit es auch schön darunter steht. Ja, geht nicht. Geht mit den Vanillateilen wohl nur.
Naja, die Höhe bekommen wir so schon mal hin, okay. Aber bekommen wir das auch... Oh, ja, es ist ein Puzzlespiel nach wie vor. Wir bekommen es auch oben drauf, okay. Das hat doch gerade schon nicht geklappt. Alles so ein bisschen umständlich gebaut, aber Hauptsache es funktioniert. Zack, da haben wir ihn. Den Klotz. Ja, und hier sollten wir auch zusehen, dass wir das nach unten hinbekommen noch. Aber da sehe ich schon, wir haben die hellen Betonteile genommen. Ich meine, das sind dann also die Vanillateile, die standardmäßig also dabei gewesen sind. Und da nehmen wir so eine Treppe hier vielleicht. Und versuchen, das dort runter zu kriegen. Vielleicht hätten wir das zuerst machen sollen. Moment, wir gehen ja hier falsch. Das muss da oben dran, ja? Hier drunter möchte ich einen haben. Muss doch gehen. Oh. Wir brauchen die Treppe. Ah, das lässt sich hier nicht mehr ersetzen. Warum nicht? Stört das hier oben vielleicht dieses... Ah, okay. Ah, jetzt hat es verloren und wir haben gewonnen und alles ist gut. Naja, fast. Ah, nein, warum nur? Da unten ist eine Lücke entstanden. Eine unschöne.
Betonmauer. Oh, naja, da haben Maulwurfsratten so ein bisschen untergraben, das Ganze. Aber vielleicht bekommen wir das doch noch hin. Auch nochmal mit der Treppe? Nein, das mit der Treppe wird hier nichts. Okay, dann haben Maulwurfsratten da schon so ein bisschen unten das Fundament untergraben. Und niemand nimmt einen Spaten oder irgendwas und macht das wieder dran, richtig? So. Und hier oben, da brauchen wir keine Platte. Das war ja sowieso nur die Platte, damit wir nach draußen bauen können. Damit wir da so einen Vorsprung haben. Das war ja, glaube ich, der ganze Sinn der Platte an der Stelle. Hier war ja gerade noch eine. Ja, dann. Ah, das geht schon. Wow, viel zu nah. Komm mir nicht so nah. Ja, bauen wir hier weiter, dann bauen wir hier weiter. Ja, das ist doch gut so. Moment, kann man hier oben Geländer anbringen? Dann würde mir das schon reichen, wie wir das jetzt haben. Ah, leider so nicht. Das würde vielleicht irgendwie da reinpassen. Ah, müsste man von oben gucken. Damit das auch gerade steht. Aber ich glaube, wir kriegen das auch von hier einigermaßen gerade hin. Ganz schön laut die Ecke hier. Ja. Ach, schade. Naja, so ginge das, aber sieht nicht so schön aus, oder? Ich wollte eine Treppe, eigentlich diese auf dieser Seite hier. Die wollte ich eigentlich so haben, dass die nach unten führt.
dass man hier direkt unten zum Marktplatz kommt und die andere natürlich hier oben drauf. So. Aber erst mal gucken. Also das würde ja hier so richtig gut passen an dieser Stelle. Wenn man die hier so versenkt ein wenig. Aber das kann man trotzdem machen. Oh. So hoch ist das. Ah. Sehr schön. Ja, und dann kann die hier doch auch so ein bisschen versenkt hier reingehen. Ja, das ist nicht schön. Das ist schön. Oh, hoppla. Ich wollte sie nicht anspringen. Dann habe ich es doch getan. Also ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, wird das wohl nicht klappen hier. Aber vielleicht mit einer längeren Treppe hier an dieser Stelle. Die längeren Treppen, die zieren sich aber auch manchmal ein wenig. Die wollen nicht so richtig, wie wir das wollen. Ah. Echt jetzt? Müssen wir noch einmal rauf? Noch einmal rum? Och doch, hier ist ja noch einiges zu tun. Da ist auch noch ein Loch drin. Ah. Und ich dachte, wir wären bald fertig. Ja, ich möchte ausnahmsweise die Burg mal richtig fertig machen hier. Vom Bauen her. So mit den Gebäuden. Bevor wir dann auf Abenteuer gehen. Auf Abenteuerreise. Also bei den anderen Siedlungen haben wir das ja oft so gemischt gemacht, sagte ich ja schon. Vielleicht dann und wann einmal gemischt, dass wir also ja so 3, 4, meistens 7 Folgen bauen und dann eben auch mal ein bisschen rumlaufen. Das ist natürlich auch gut, dass wir dann, wenn wir dann unterwegs Händler finden, treffen, damit wir unser Baumaterial wieder ein bisschen aufstocken können. Ja. Und nu? Ja, wenn es anders nicht geht mit der langen Treppe hier. Ach so, vielleicht können wir 2 kurze Treppen nehmen. Ja. Oder jetzt eine lange. Oh, das sieht aber nicht aus. Aha. Nein. Die ist viel zu lang dann, die Treppe, finde ich. Und würde direkt in den Laden führen. Der Laden muss weg. Kümmern wir uns doch in der nächsten Folge mal darum, dass der Laden wegkommt und dann können wir auch die Treppe hier vernünftig nach unten bauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.